Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Beholder. Das ist mein zweiter Versuch. Den ersten wollte ich eigentlich mal hochgeladen haben, habe ich dann doch nicht gemacht, wegen akuter Erfolglosigkeit. Ich werde mich jetzt zwischen den Folgen auch nicht verabschieden. Ich werde das nachträglich schneiden, wollte ich nochmal so sagen, weil ich komme da wahrscheinlich eh nicht zu, weil ich konzentriert bin. Und wir sind jetzt gerade im Livestream. Beholder ist ein Spiel, wo ich die Aufgabe habe, meine kompletten Nachbarn zu überwachen und Verbrechen zu überführen, die vielleicht gerade erst aktenkundig oder wo gerade erst etwas, ein ominöses Gesetz rausgekommen ist, wie du darfst keine blauen Jeans mehr haben, sonst machst du dich strafbar. Also die soll ich halt überführen und einknasten und dafür kriege ich Geld. Und ich wollte natürlich gegen das System arbeiten und Leute retten. Und dann habe ich gemerkt, meine Familie wohnt bei mir und die sterben mir langsam weg. Deshalb werde ich jetzt mich von meinem Gewissen komplett freimachen und nur noch versuchen, meine Familie zu retten. Und wir werden mal gucken. 750 FPS, wieso? Seht ihr das da oben? Nein, das könnt ihr doch nicht sehen, ne? Oder? Doch? Ja, das ist massiv, ne? So. Ich hoffe, das klappt besser. Es ist auf alle Fälle ein interessantes Spiel. Ich starte nochmal. Regierungselite. Ich glaube, ich lasse das Intro dann auch nochmal laufen. So, das ist ein Brief, der wird aber gleich vorgelesen. Sehr geehrter Herr Stein, mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hauswirt eines Klasse D-Apartmentkomplexes in der Kruschwitzer Straße 6 ernannt wurden. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie ein Apartment im ersten Stock zugeteilt. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Ich finde das immer noch krass. Aber ein schöner Song. Das ist unser Vorgänger, der gerade abgeführt wird. Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. So, okay. Ich verstehe gar nicht, dass Sie die FPS-Anzeige sehen können. Das ist ja komisch. Eigentlich nimmt die das doch nicht mit auf. Naja, soll mir ja recht sein. Die dürfte jetzt ja da oben nicht so tolerieren. Ist dann halt so. So. Okay. Neue Anordnung der Regierung erhalten. Wollen wir mal reingucken. Ach ja, richtig. Was geht hier vor? Ich klicke das mal nicht ganz so schnell durch eben. Wir treiben Ungeziefer aus dem Haus. Das geht sie nichts an. Zustimmen. Wie sie wünschen. Ihr Vorgänger kam mit den einfachsten Aufgaben nicht zurecht. Wenn eine Person eine wichtige Stelle besitzt und mit den einfachsten Aufgaben nicht fertig wird, kann das nur eine Folge haben. Das hat er absichtlich gemacht und wurde somit zu einem Verbrecher. Ab jetzt unterliegen alle Taten der Mieter ihrer Verantwortung. Und mit alle meinen sie was genau? Mit alle meinen wir natürlich auch alle. Sie folgen ihnen auf Schritt und Tritt und dokumentieren jegliche Verdächtige der Aktivitäten. Natürlich nur, wenn Sie sich einen Ruf als guter Staatsdiener verdienen möchten. Wenn Sie ein perfekter Hausmeister sein möchten, dann dokumentieren Sie Hobbys, Interessen und sogar Konversationen. Stimmt, Tatsache. Ich schiebe mich mal ein bisschen weiter rüber her. Ich muss mich ja nicht so weit in den Mittelpunkt drücken. Ne? So, zack, passt. Ist in Ordnung, muss ja auch so gehen. Wie soll ich das machen? Beobachten und... Ja, das geht. Und aufzeichnen. Überwachungskameras helfen dabei. Wir fangen ganz von vorne an. So. Benötigen Sie meine Hilfe?
Nein, ablehnen. Tutorial ausblenden. Ich benötige keine Hilfe. Ich weiß, wie es geht. Hier ist der Dienstbuch. Befinden Sie sich auf der rechten Seite des Bildschirms. Kommen wir zurück auf die Überwachung. Installieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Haus, um sich die Arbeit zu erleichtern. Okay. Die holen wir mal eben. Hier ist mein Dienstbuch. Das ist meine aktuelle Aufgabe. Dann gehen wir da mal eben rüber. Hallo? Okay. Dialog beenden. Und wie konnte ich nochmal rauszoomen? Habe ich vergessen. Linke Maustaste. Ach so, ach, mit der. Ah, so, alles klar. So, durchsuchen. Da finden wir. Gehst du mal rückwärts? Da finden wir zwei Kameras drin. Und zurück. Super, installieren Sie im Speisesaal. Folgen Sie mir. Das machen wir doch gerne. Das ist meine Familie übrigens. Und da muss ich mich auch drum kümmern. Und die sollen dieses Mal mein wichtigstes Augenmerk sein. So, hier haben wir Kameraplätze. Aufgabe, Kameras installieren. Da ist eine. Und da ist die andere. Die zeichnen jetzt hier alles auf, was hier geschieht. Also ich kann es, egal wo ich im Haus bin, sehen, was hier passiert. Und das ist das Wichtigste. Ich bin der Untertitel. So, klicken wir nochmal an. Sieht man das gut? Hier ist Ihre erste Belohnung. 300 Credits und 100 Rufpunkte. Die werden wir auch noch brauchen, um Leute zu bestechen zum Beispiel. Geben Sie Ihr Geld für Dinge aus, die Sie brauchen. Diese finden Sie beim Händler. Sie erhalten Überwachungskameras, wenn Sie Reputationspunkte verdienen. Reputationspunkte zeigen Ihren Ruf, das sind die blauen. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sich auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute, um sich dazu zu bringen, was sie möchten. Leider habe ich einige Sachen in den Ministerien zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie sich zu jeder Zeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen und mich alles fragen. Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorderst einem großartigen Volk und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt zum Wichtigsten. Manche Meter sind gefährlich. Ihr Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass Sie es besser machen werden. Sagen Sie mir mal wie. Als erstes beobachten Sie die Mieter aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht an, sobald Sie Beweise gesammelt haben. Die Polizei übernimmt den Rest. Unter uns, unser großartiger Staat, kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschung und Erpressung ein Auge zudrücken, damit Sie, wenn Sie Ihr Ziel damit leichter erreichen. Ich werde mein Bestes tun. Ich mag Ihren Enthusiasmus, beeilen Sie sich aber nicht, unsere Abteilung anzurufen. Sie können mal Ihren weisen Tutor nach einem Rat fragen. Eine letzte Anweisung, der Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür im Gebäude. Vergessen Sie sich, dass Ihre Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor Sie sie betreten. Viele Bürger glauben immer noch, dass ihr Privatleben nur Sie etwas angeht. So soll es sein. Los ans Werk. Ja, ja, ja. So ist das. Wir kaufen uns noch mal, wir sparen erstmal zwei Kameras mit geringerer Reichweite. Ich glaube, die haben gerade zu tun, unsere Familie. Das heißt, wir gehen mal nach oben. Ja? Wie zoome ich denn nochmal raus? Ach, das Ministerium anrufen, das ist unsere erste Aufgabe. Dann machen wir das doch mal. Rufen wir mal an. Wir haben noch keinen Auftrag. Ich wollte aber oben schon mal eine Wohnung durchsuchen. Hallo Karl. Sie haben Ihre Hauptpflichten erfahren. Sind Sie bereit für eine Aufgabe? Bereit für eine Aufgabe. Überwachen Sie Wohnung 2. Jakob Manischek wohnt dort. Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie die Wohnung von Mietern nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Und seien Sie vorsichtig. In Apartment 2. Alles klar. Dann gehen wir dann mal nach oben. Apartment 2 ist da. Da gehen wir jetzt mal hin. Dann können wir nämlich hier einmal durchgucken, ob jemand zu Hause ist. Sieht nicht so aus, also gehen wir mal rein. 47 Stunden haben wir dafür.
Wir durchsuchen erstmal alles. Okay, da ist nichts drin. Alle Möbel durchsuchen. Wir haben 46 Stunden, da können wir uns jetzt richtig Zeit verlassen. Nimm mal mit, das ist wichtig, das ist ein Hinweis, diese Flasche könnte gefährlich sein. Das können wir eventuell gegen ihn verwenden. Ich muss aufpassen, dass er nicht gleich nach Hause kommt, dann muss ich hier schnell raus. Wer war das denn jetzt eben? So, wir müssten jetzt nur noch die Kamera da drin installieren, dann wären wir fertig. Das möchte ich jetzt gerade mal noch nicht tun. Das Telefon haben wir noch nicht untersucht, ne? Wir gehen mal raus und wir gehen mal nach oben und gucken uns mal diese Wohnung hier an. Da wir haben noch ganz viel Zeit, das zu erledigen. Vorher drängt uns da keiner. Und dann können wir das hier schon mal vorbereiten und da mal reingehen. Und die Wohnung auch schon mal durchsuchen. Das kann nicht schaden. Aha, Tigerbalsam, Handtuch, Kamm, ein Manuskript. Das merken wir uns mal. Dass er ein Angler ist, merken wir uns mal. Und der Ausweis geht in Ordnung. Jeder Bürger muss einen Ausweis haben. Nur Namen Sweet Chilis, hallo. Noch ein Handtuch, ein blaues Hemd, eine grüne Krawatte und ein Tagebuch. Gehen wir da nochmal rein. Wir müssen nur rechtzeitig raus sein, bevor die Mieter wiederkommen. Das gibt dann Stress. Ein Schlapphut, noch ein Buch, Geldbörse. Die könnte man stehlen. Wurde schon mehrfach repariert, das ist aber nicht die Brille. Wir installieren hier mal eine Kamera. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, jetzt könnt ihr da die Kamera sehen und wenn die Frau da reintritt. Neue Anordnung der Regierung erhalten. Die Regierung erlässt ständig neue Verordnungen. Hier zum Beispiel ist das erste Gesetz, es verstößt gegen das Gesetz, Kriminellen Unterschlupf zu gewähren und ihre Taten zu vertuschen. Das ist ja auch absolut in Ordnung. So. Und dann gab es eine Verordnung, dass die Schaffung von politischer Propaganda verboten worden ist. Und da sagt man sich ja auch, ist in Ordnung, überwache die Leute auch gerne. Und dann kommt eine Verordnung, alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Und das ist doch merkwürdig, oder nicht? Ein wenig. Ich glaube, hier ist jemand zu Hause, ne? Ja, hier ist jemand zu Hause. Dann kommen wir da gerade nicht rein. Dann kümmern wir uns mal eben ein bisschen um unsere Familie hier. Ach so, die schlafen jetzt auch. Ist das so? Na gut. Dann durchsuchen wir mal so eine eigene Möbel. Vielleicht können wir da irgendwas von rausnehmen. Das wir vielleicht brauchen. Auch die Sachen können wir nämlich irgendwie alle verkaufen. Das ist, okay, das ist über jeden Zweifel haben. Das ist mein Büro. Da ist nichts mit. Eine Ente. Nee, ich beklaue nicht meine eigene Familie. Fernblick. Narend. Wir könnten. Eigentlich können wir gerade nichts machen. Oh, da ist sie. Guten Tag. Wir sprechen mal mit unserer Frau. Über die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir Angst gemacht. Wer war das, Karl? Karl. Der vorherige Haushausmeister. Hä? Haushausmeister? Er war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was für ein Albtraum. Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe, ich werde ein guter Hausmeister sein. Sehr schön. Sprechen wir mit unserem Sohn Patrick. Ja, Vater. Über die Arbeit sprechen. Ich mag deinen neuen Job nicht, Vater. Dein Chef ist ein Ekel. Magst du gutes Essen und das Studium an der Universität? Trägst du neue Kleidung? Dann unterstützt du uns vielleicht?
Ich werde dich unterstützen. Ich werde einen eigenen Job finden. Und wenn ich gleichzeitig studieren und arbeiten muss, das hoffe ich. Ich hasse den Minenvater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Das sollten wir uns noch merken. Über die Minen sprechen. Hast du deine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden, geändert? Ah, okay. Alles klar. Nach Neuigkeiten fragen. Über das Studium an der Universität. Ich habe keinen einzigen Kurs versäumt. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht gedacht, dass du den Platz an der Universität für mich bezahlen kannst. Das sieht auch noch nicht so gut aus. Sei ein fleißiger Student, Sohn. Dieser Platz kostet eine Menge. Ich werde dich nicht enttäuschen, Vater. Ich schwöre dir, ich würde flüchten, wenn man mich in eine Mine schickt. Ich hasse den Minenvater. Bleib ruhig, ich habe dir 100-mal erklärt, dass Arbeit in der Mine hart ist, aber doch hoch respektiert wird. Über die Hausarbeit. Ich versuche, im Haus zu helfen. Ich habe kürzlich mit Martha gespielt. Okay, wo ist Martha denn? Unsere Frau guckt Fernsehen. Wir brauchen ja zum Glück keinen Schlaf. Oh, das ist gut, dass sie da weggeht. Wir gucken sicher jetzt immer nochmal durch die Tür. Was macht ihr denn nachts draußen? Ist egal. Ist jedenfalls keiner da und deshalb gehen wir da jetzt rein. Nein, wir klopfen nicht. Wir gehen direkt rein. Wo geht sie denn hin? Ach, im Speisesaal ist sie unten. Shit, das ist nicht gut. Verdammt, der hat uns gesehen. Wir kommen ja auch nicht weg. Was machen sie hier? Das ist nicht gut. Das ist mir noch nie passiert. Entschuldigung, gehen. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Verdammte Axt. Das ist überhaupt nicht cool. Das ist mir noch nicht... Ups, ja. Der steht immer noch an der Tür. Ey, der hat jetzt aber... Oh, die scheinen jetzt zu gehen. Die hatten so ein Uhrzeitsymbol. Wir haben noch 28 Stunden, um da eine Kamera rein zu installieren. Das möchte ich auch nutzen. Das ging daneben, ja. Das hätte auch echt ganz anders ausgehen können. Die beiden Schimmer sind das. Wir gehen da mal rein. Da wohnt kein Dritter drin. Voll, jetzt haut er ab. Das ist eine Nase. Was haben wir denn da? Theatermaske. Das sammeln wir erstmal an Informationen. Sind die Schimmers gerade erst... Wo kommt die denn? Achso, die kommt gerade aus dem Speisesaal. Ne? Ein Buch, ein berühmter Roman. Ein Umschlag. Aha, handelt es sich hier um Poveranda. Ist ja interessant. Haben die Poveranda-Material liegen? Okay, das ist nichts, was ich brauchen könnte. Wir gucken da mal schnell rein. Jetzt muss das da oben im Auge behalten. Bürgerausweis, nochmal eine nicht ganz heile Brille. Oh, hier ist einiges. Ein offener Brief, Umschlag, der einen Brief enthält. Tagebuch. Ich glaube, lesen kann ich die Sachen nicht. Das notieren wir uns auch mal. Das ist unser Sohn da unten wieder. Schiffsmodell. Das notieren wir uns mal. Und Tabak. Das kann auch nochmal nützlich werden, glaube ich. Au! Er steht mit jemandem im Ausland in Kontakt. Das Buch für die viele Mal gelesen. Eine getrocknete Blume dazwischen. Keine Ahnung, es sind auffällige Sachen. Die können wir melden und das werden wir auch gleich mal machen. Es ist natürlich dich sehr nett. Valvorik, Nabend. Blauer Rock. Bücher. Wir installieren hier mal eine Kamera. Das ist unsere zweite, die wir noch haben. Na. Oh, die kommen aber schnell wieder. Lass uns mal mit denen sprechen. Wir sagen erstmal guten Tag. Was möchten Sie von dem Archivar?
Er ist nämlich Archivar. Bekannt machen. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Marc Ranek ist ein angesehener Archivar. Ich muss in dieser ekelhaften Wohnung legen. Er spricht immer von sich selbst in der dritten Person. Ein schwieriger Mensch. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an. Denn Sie brauchen es mehr als ich. Nach der Frau fragen. Rosa, das ist eine Frau, arbeitet in der Kantine. Immer in der Küche. Sie liebt es, Brötchen und Kuchen zu backen. Sie macht das beruflich. Das können wir uns jetzt auch merken. Oder das haben wir uns schon gemerkt. Ich wünschte, sie würde nicht nach Kohl riechen. Seine Frau riecht also nach Kohl. Wir sagen ihr auch mal guten Tag. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister. Ich heiße Rosa Ranek. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn, er ist genau wie Sie, aber er wohnt in der Hauptstadt. Unser lieber Junge ist ein Chef geworden. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Es ist wirklich schon sehr lange her. Nach dem Mann fragen. Marc hat sein ganzes Leben im Archiv gearbeitet. Er mag seine Arbeit. Er ist viel mit Papierkram beschäftigt und hat nur sehr wenig mit anderen Menschen zu tun. Das merkt man ihm auch an. Mick, Navend. Er verbringt den ganzen, verbringt den Urlaub mit seiner Angelrute. Nanu, habe ich mir das jetzt automatisch gemerkt oder hätte ich das rechts klicken müssen? Sehr schön, Sie kennenzulernen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendein Problem haben. Habe ich mir das jetzt gemerkt über die Jungs hier oder hätte ich das rechts klicken müssen? Wir probieren das jetzt hier noch mit einem Rechtsklick aus. Mit denen sprechen wir auch mal eben. Guck mal, er verlangt nach seiner Pfeife. Wir haben ja noch 19 Stunden. Hallo, mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister. Mein Name ist Klaus Schimmer. Sie verwalten das Gebäude, das meiner Familie gehört hat. Ihm hat das Haus mal gehört. Ein Hausmeister hat das Haus bereits verschlissen. Ich hoffe, Sie bekommen das hin. Ich tue mein Bestes. Hat das Haus Ihnen gehört? Das ist richtig, es gehörte meiner Familie. Ich wollte es zu einer Schule für begabte Kinder machen, aber stattdessen wurde es in ein Wohnheim verwandelt. Natürlich schade. Diese Etage ist ja nicht einmal schlecht. Sie haben die Wohnung in Stockwerk D nicht gesehen. Sie haben recht, die Situation könnte schlimmer sein. Immerhin sind wir frei. Mein Mann kann jederzeit Schach spielen, das ist doch viel wert. Kann ich das irgendwie rechts klicken? Steuerung? Ah, mit Steuerung muss ich es anklicken, glaube ich. Schade. Okay, dann habe ich die anderen beiden Hinweise nicht, nicht registriert. Das ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Hallo. Kennenlernen? Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der Hausmeister dieses Hauses. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hier mitgebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. Okay. So, unten wird telefoniert. Könnte er mal abhauen da? Ich würde mich jetzt ganz gerne mal die Kamera... Oder wir gehen mal zu unserer Familie eben hin. Er hat auch hier ein Problem. Nach Neuigkeiten fragen. Ne, das ist nichts Neues. Wir können mal mit unserer Tochter sprechen. Geht das nicht? Warum nicht? Ach nee, ich kann sie nur angucken, ne? Weil die beschäftigt ist, weil sie ein Buch liest. Ja komm, dann gehen wir jetzt rauf. Mir wird Fahrt. Wir installieren jetzt die Kamera und dann passt das. Oh, was ist das denn da? Guck doch mal. Mit wem spricht der denn über eine Waffe? Oder denkt er? Oder hat er eine Waffe? Der hat eine Knarre. So, so. Das kann auch eine echte sein. Du glaubst gar nicht, was die Leute hier so für Sachen haben. Das fällt ja überhaupt nicht auf, ne? Wir installieren jetzt hier die Kamera, wie versprochen. Und dann gucken wir uns mal die neuen Anordnungen der Regierung an. Jetzt müssen wir das Ministerium anrufen. Die Anordnung ist, das Singen vor dem Ministerium in Verordnung ist verboten.
da darf man jetzt auch nicht mehr singen. Wir machen mal eben einen Bericht fertig. Und zwar machen wir das, Moment. Oh ne, da will ich mal eben hin. Erstmal sprechen wir mit Jakob hier. Den soll überwachen. Was wollen Sie? Bekannt machen. Wer sind Sie? Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl, ich bin der neue Hausmeister. Ja, aber ein Wettbewerb mit dem Titel, wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist, gefunden? Okay, Ihre Geschäfte sind mir egal. Warum spielen Sie herum? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor, Ihrer Familie könnte etwas Schlimmes zustoßen. Ja, aber nicht wegen dir. Das ist ein allgemeiner Händler. Da können wir uns mal umgucken, was wir hier kaufen können. Aspirin ist teuer. Whisky ist auch teuer. Schraubendreher, eine Krawatte, Bücher, eine Strickjacke. Kann ich mir noch nicht so richtig leisten. Würde ich aber gerne kaufen, die Strickjacke. Das hat einen speziellen Grund. Die sind in Apartment 1, ne? Das waren die Schimmers, ne? Machen wir mal einen Bericht fertig. Quatsch. Wo mache ich einen Bericht fertig? Kann ich nicht einen Bericht hier fertig machen? Moment. Wo mache ich denn nochmal den Bericht fertig? Doch, eigentlich da. Wir rufen mal das Ministerium an. Die Nummer wählen. Eine Aufgabe berichten. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch, Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg. Ihre Belohnung, $500 und 50 Reputationen. Laut unserer Stellenverkürzung verstößt Jakob Manischek gegen Staatsanordnung. Spielen wir Sie mit Hilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert sich das Aktionssymbol in seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Okay. Das ist die Kamera und jetzt müssen wir halt mal abwarten, bis da was auftaucht. 48 Stunden haben wir, da sammeln wir jetzt Beweise. Wir gehen hier mal in den Briefkasten. Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeit wurde bewusstlos aufgefroren, nachdem Verbrecher ihn laut Berichten mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Das Ministerium für Ordnung rät den Bürgern, aufmerksam zu sein und jegliche Handlungen bezüglich der Herstellung und Vorbereitung von Drogen anzuzeigen. Bedenken Sie, Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. Die Stimme der Wahrheit. Was wohl dann die Nationale Volksfront? Aldur Amt. Drogen sind ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Wir hätten uns schon viel früher darum kümmern und nicht erst warten sollen, bis ein VIP in Schwierigkeiten gerät. Im Übrigen ist das nicht der erste bekannte Sohn, der im Mittelpunkt eines Skandals steht. War er wirklich ein Opfer? Wer weiß das schon so genau? Die Herstellung von Drogen ist verboten. Das ist die neue Verordnung. Beweise sammeln. Sie müssen mal warten, bis hier irgendwas passiert bei ihm. Wir können aber auch durchs Schlüsselloch gucken, um das mal ein bisschen zu beschleunigen. Das müsste auch gehen. Er pennt wahrscheinlich, ja. Das dachte ich mir. Ich glaube, ich würde gerne die Strickjacke kaufen. Ich glaube, irgendjemand braucht irgendwann mal eine Strickjacke. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass ich irgendwann eine Strickjacke brauche. Ich kaufe jetzt mal eine. Kann nicht schaden. Wenn ich mich richtig erinnert habe. Wir haben keine Kameras mehr, ne? Wir könnten mal eine größere Kamera kaufen. Ich kaufe erstmal zwei kleine. Ist denn hier jetzt gerade noch jemand in der Wohnung drin? Also ich sehe hier gerade keinen mehr. Die sind beide da. Nee, das ist meine Frau. Er hat's eilig. Ich warte mal eben kurz ab, wo der hin will. Nicht, dass seine Frau da noch drin ist. Das Leben der anderen, live und ungeschnitten. Oh, hier, da. Da haben wir was gesammelt über ihn. Und zwar, er stellt Drogen her. Alles klar. Jetzt können wir dann einen Bericht gleich abgeben. Wir gehen dann mal rein.